Es ist die großartige Dunja Hayali. Und sie hat deshalb heute Abend eine zweite Runde eingelegt, weil sie vorhin natürlich schon auf ihrem Kanal online war und eure Fragen beantwortet hat. Und ich habe gedacht, naja, sie ist immer um 19.30 Uhr da bis zur Tagesschau. Ich sende hier jeden Abend ab 20.15 Uhr nach der Tagesschau. Warum tun wir uns nicht einfach mal zusammen als zwei Leute, die jeden Abend hier sitzen und versuchen, das Publikum von zu Hause aus zu unterhalten? Also Dunja von zu Hause, ich wie immer hier aus der Stadtbibliothek Dormagen. So, sie schreibt, du musst mich holen. Und das mache ich natürlich gern. Und schon sind wir hier zusammen. Und ich freue mich, dass sie hier ist. Herzlich willkommen, Dunja Hayali. Hallo. Ich freue mich sehr. Es ist dunkel bei dir. Ja, das monieren hier diverse Leute. Warte mal, ich mach mal kurz, ich versuche mal was. Ja, mach mal was. Es war schon vorhin, als ich bei ihr reingeguckt habe, sehr, oh, es wird heller. Guck mal, weil vorhin... Ich mache es gern schummerig, vor allen Dingen, wenn ich meine Mähne sehe, meine Matte. Ich habe gerade bei mir übrigens, ich weiß nicht, ob das so geschickt war, aber es ist ja auch egal. Ich habe gesagt, wenn mir jemand 100.000 Euro gibt, 100.000, dann nehme ich das Geld, 50.000 Tafeln und 50.000 für die Frauenhäuser in Deutschland und dann schneide ich mir eine Glatze. Wow. Ja, das ich muss ist eine Ansage. Ich mache mir bald eine Dauerwelle. Ich meine, das ist wirklich. Es sieht auf jeden Fall, ich gucke ja seit einiger Zeit sehr regelmäßig bei dir rein und meine größte Freude ist immer, ich beobachte jeden Abend, wie die Haare ein bisschen länger werden und ich messe immer so ab und sehe, ist wieder ein bisschen was gewachsen. Und ich hab dich noch nie mit so langen Haaren gesehen. Früher hatte ich tatsächlich mal längere Haare, aber wenn das so weitergeht, so bis hier. Also ich meine, das ist natürlich das kleinste Problem, wobei das lustigerweise teilen Annegret Kramp-Karrenbauer und ich jetzt das Gleiche. Nämlich sie hat sich ja auch über das Thema Friseur geäußert und Peter Altmaier auch, das fand ich sehr lustig. Der ja nun eher nicht ganz so viel auf dem Kopf hat. Naja, also deswegen habe ich gedacht, ich weiß zwar nicht, was das ZDF sagt, wenn ich da plötzlich ohne Haare stehen sollte, aber wer ist schon so verrückt und gibt mir jetzt 100.000 Euro? Aber ich habe gedacht, warum nicht? Weißt du, jeder versucht gerade zu helfen, zu tun, zu gucken, zu machen, Freunde zu unterstützen und ich weiß nicht was. Und ich dachte, ja. Die Tafeln und die Frauenhäuser sind gerade wirklich auch am Ende. Und die brauchen jeden Cent, jede Hilfe, jede Kiste mit Nudeln, Toilettenpapier, Rotwein und Kondomen, die wir alle gerne alle zu Hause aufheben. Also deswegen dachte ich, warum nicht? Man muss auch mal kreativ werden. Also wir können alle, die da gehortet haben, einmal vielleicht rausgeben, wenn ihr jetzt echt zu viel davon habt und wenn ihr halbwegs Anstand habt und merkt, dass es einfach scheiße war, so viel zu horten und so viel zu kaufen, dass ihr die Nudeln nie essen werdet und dann ihr das ganze Klopapier auch nie brauchen werdet, dann habt jetzt den Mumm, ihr könnt es auch anonym tun, ihr könnt ja eine Maske aufziehen, so wie man soll und gebt dann, outet euch als jemand, der sinnlos gehortet hat und gebt das ganze Klopapier und die ganzen Nudeln genau an diese Stellen, an Frauenhäuser, an Tafeln. Und ich weiß alle, nicht, wie ging es denn dir, als du gehört hast, dass wir ja Mehl und Nudeln horten und andere Länder Rotwein und Kondome. Ich war ein bisschen geknickt, aber gut. Ich habe gedacht, es ist einfach, also ich hätte mir die Pointe, ehrlich gesagt, ich hätte mich die Pointe nicht getraut, dass Franzosen Kondome und Rotwein horten, weil ich gedacht hätte, das ist so ein Klischee, das kannst du nicht machen, das geht nicht. Und dass ich dann noch höre, in Holland Cannabis und so. Das ist echt da waren wir leider ein bisschen spaßbefreit. Dafür managt unsere Bundesregierung und wir, finde ich, insgesamt, ich finde, wir machen alle insgesamt einen relativ guten Job. Danke an alle, die systemrelevant sind. Ich finde dieses Wort so furchtbar, genauso wie dieses, wenn das Land durchseucht ist. Ich finde, da kriege ich immer, da will ich sofort einen Schutzanzug anziehen. Es gibt dann komische Begriffe. Grauenhaft, aber, ja, aber weißt du, uns geht es echt. Also, es gibt Schicksale, es gibt Menschen, die jemanden verloren haben, auch in meinem Bekanntenkreis. Und es gibt Freunde, die wirklich jetzt schon nicht mehr wissen, wie sie weitermachen. Aber im Großen und Ganzen, das nutzt dann dem Einzelschicksal nichts.
sind wir hier echt mit Deutschland ganz gut bedient. Ja, finde ich auch. Also man kann sicher auch punktuell Kritik üben und ich finde auch gerade so jetzt in diesen Tagen vor Ostern diese rigide Haltung, überhaupt nicht drüber zu reden, wie geht's nach dem 20. April weiter. Ich halte das auch für falsch. Ich glaube, man hätte die Motivation der Menschen dran zu bleiben eher erhöht, wenn man jetzt mal geredet hätte und Optionen oder uns hätte teilhaben lassen, an dem was kommen könnte. Aber wenn ich mich umgucke und so überlege, wer um uns rum so regiert, von Boris Johnson angefangen, seine Krankheit in allen Ehren und das ist tragisch und gute Besserung und alles, aber anyway, Johnson, Trump und was da so alles um uns rum ist, wenn ich da dann die Kanzlerin sehe, die mir manchmal fast ein bisschen zu wenig staatstragend ist, und das sag sogar ich, aber obwohl ich überhaupt nichts mit staatstragend am Hut habe, dann sehe ich lieber sie in ihrer fast schon langweiligen Nüchternheit da Ansagen machen, als dass ich mir vorstelle, dass uns einer von den anderen also da regiert. Sagen, mit denen manchmal einen zwischendurch auch gar nicht so Zeit. Nüchtern. Also ich finde bei ihrer ersten Ansprache, dass sie eben auch über ihre eigene Herkunft gesprochen hat und gesagt hat, also alle Grundrechte wird es natürlich so wieder geben, wenn das hier alles vorbei ist. Also ich meine, das und sie hat schon immer zwischendurch in Nuancen kommt dann schon auch was Persönliches bei ihr durch. Und das finde ich ist auch interessant zu beobachten. Und zu der Diskussion, ich finde auch, man muss sie auch führen. Armin Laschet hat es eigentlich versucht in Nordrhein-Westfalen. Es war einer der Ersten, der gesagt hat, wir müssen auch mal über Szenarien sprechen. Und es sagt ja niemand, wann denn? Sondern es geht ja eigentlich nur darum, mal eine Vorstellung davon zu bekommen, wie sowas theoretisch dann abläuft. Also, und es geht gar nicht darum, Zeit. Aber ich sage auch immer, Leute, lieber noch 2 Wochen, bevor wir zu früh irgendwie alles wieder öffnen und rausgehen und nachlässig und sorglos werden. Und dann heißt es 4 Wochen später, jetzt drehen wir das Rad wieder zurück und dann gibt es einen totalen Shutdown. Also lieber, jetzt haben wir uns ein bisschen dran gewöhnt, es ist schwierig. Ich habe auch Freunde mit Kindern, die wissen manchmal auch nicht mehr genau, wie es weitergeht. Aber ich fand es ganz interessant, wir hatten im Politbarometer jetzt eine Umfrage im MoMA und 90% der Leute sind total okay mit dem, was gerade ist. Und ganz, also über die Hälfte sagt auch, es kann ruhig erstmal noch so weitergehen. Und ich fand das wirklich ganz beruhigend, dass die Leute eben nicht ungeduldig werden und sagen, so, jetzt will ich aber wieder raus. Ich meine, es geht um Leben und Tod. Das muss man, das darf man einfach nicht vergessen. Also ich meine, sagt den Leuten immer, verhaltet euch so, als wärt ihr selber Risikogruppe oder als seid ihr infiziert. So, und dann. Ja. Und eben, und man ist jetzt so sehr auf dieses Datum, 20. April fixiert und man könnte auch von politischer Seite eigentlich davon wegkommen, indem man mal, um dieses blöde Wort Inhalte mal zu sagen, aber tatsächlich über Inhalte redet. Wie soll es denn aussehen? Was gibt es denn für Optionen an Lockerung? Und nicht um das Wann und ob das am 20. ist oder am 27. oder schrittweise oder wie auch immer. Das kann man ja alles diskutieren, aber das fände ich wichtig, also wegzukommen von Daten und hin zu so einer Sachebene. Und ich bin sicher, das würde auf offene Ohren stoßen und das würde auch nicht dafür sorgen, dass alle jetzt über Ostern sich im Park setzen und Party machen und sich zu 12 treffen, um zu saufen und so zu tun, ich glaube, als wäre trotzdem, Normalität. Das wirklich, wird nicht passieren. Also ich gehe jetzt mal von mir aus, da bin ich auch ganz ehrlich, also wenn es zu viele Lockerungen gibt, dann würde das bei mir auch das Gefühl hinterlassen, ach komm, dann haben wir es ja eigentlich schon hinter uns. Deswegen bin ich wirklich gespannt, womit sie anfangen. Vielleicht der Einzelhandel, weil man da eben auch jetzt wie im Supermärkten gucken kann, wie viele sind drin, wer muss draußen warten. Das kann man ganz gut regulieren. Ich bin bei Schulen, weiß ich irgendwie nicht, wie sie es machen, vielleicht so kleinen Gruppen, also weißt du, alle mit Nachnamen A bis H kommen von 8 bis 10. Naja, so dass du die Klassenräume, also zumindest mal wieder raus kann und was zu tun. Ich weiß es nicht, ist ja auch nicht unser Job, aber interessant wäre es halt schon. Ja. Ja. Du bist, im Grunde, wir haben, glaube ich, zeitgleich angefangen. Ne? Ich glaube, du hast irgendwie deinen Livestream um 19:30 gestartet. Das war in der gleichen Woche, als ich auch gedacht habe, bei mir ist halt wirklich alles weggebrochen, was so an Auftritten da war, komplett, außer natürlich den Fernsehsendungen. Und ich habe relativ schnell gedacht, was machst du jetzt mit der Zeit? Du kannst jetzt entweder hier in Depressionen verfallen und drüber nachdenken, wie wird alles und was machst du jetzt? Oder du fängst eben an und
Jetzt hat sich da auch so eine tägliche Sache entwickelt. Und wie geht's dir? Ich muss sagen, mir gibt das zum Glück irgendwie eine Struktur. Also so ein, ich freue mich da auf den Abend. Aber mittlerweile hat sich das auch so verselbstständigt, dass ich mich ernsthaft auf diese Gespräche jeden Abend freue und da ganz viel mitnehme und einfach toll finde, mit Leuten zu reden, mit denen ich sonst nicht so viel Gelegenheit habe zu reden, und dieses Format, das ich hier habe, das du ja auch hast, so zu schätzen gelernt habe, einfach sich zu unterhalten. Es zählt keine Uhr, es zählt keine Quote, es zählt keine Redaktion, die irgendwas kürzen will, und das finde ich richtig schön. Also für mich ist das aus der Not eigentlich fast eine mir ganz ganz wertvolle Tradition geworden. Also ich muss ja, wie geht's dir da? Auch, aber bei mir ist das sozusagen wieder so der Klassiker gewesen. Ich habe überhaupt nicht drüber nachgedacht. Ich hatte eine Lesung eigentlich in Würzburg, die wollte ich absagen, bevor im Grunde die staatlichen Regulierungen da waren. Weil das waren so 800, 900 Leute, und ich dachte, okay, da war so die Grenze bei 1000, und ich dachte, also ob jetzt 800 oder 1000, die Verantwortung möchte ich nicht tragen. Zu meinen Lesungen kommen einfach auch viele Leute, die einfach älter sind. Und ich finde, da steht man auch in der Pflicht. So, und dann habe ich dem Veranstalter gesagt, ich möchte das gerne absagen. Dann gab es kurz, aber dann war das auch okay. Und habe aber dann ein paar Briefe bekommen, das ist ja wohl irgendwie nicht ihr Ernst und ich würde doch übertreiben. Und dann dachte ich, okay, vielleicht ordne ich das wirklich falsch ein. Habe gedacht, wie kann man denen jetzt ein Goodie geben? Und habe gesagt, ich mache einen Abend eine Lesung. Und das war sehr wenig Lesen, und vor allen Dingen hat mich mein Hund Wilma die ganze Zeit vorgeführt. Die ist immer durchs Bild gerannt, die hat das Handy umgeschmissen, dann wurde es so wie jetzt dunkel, ich hatte kein Licht. Und es war wirklich eine Stunde lang Worst Case, aber ich dachte auch, mein Gott, ist doch egal, soll mich der Hund halt vorführen, wir machen es morgen nochmal. Und dann habe ich tagsüber überlegt, irgendwie wäre es doch auch total nett, wenn jemand dabei wäre. Und dann habe ich Susanne Link, meine Kollegin, mit der ich auch befreundet bin, vom ARD-MoMA gefahren, habe gesagt, ey, du hast zwar Sendewoche, aber hast du nicht Bock, irgendwie ganz kurz nur mal irgendwie Hallo zu sagen und zu sagen, wie es so ist mit MoMA, und wir wollten ja eh schon mal zu... Also. Und dann hat es so viel Spaß gemacht, ihr, mir und auch allen, die zugeschaut haben, die gesagt haben, sie müssen das weitermachen, es gibt uns irgendwie so eine lustige halbe Stunde. Und so ist es jetzt, glaube ich, bin ich jetzt in der vierten Woche, und ich lese so gut wie es. Ich habe das Ganze aus dem Hut raus, Lesung mit Gequatsche genannt, auf eine halbe Stunde. So. Und es wird manchmal gar nicht gelesen. Dann, also in der Regel ist tatsächlich jetzt immer ein Gast. Du wirst ja auch bald dabei sein, da freue ich mich. Und ich finde das Schöne, genau wie du es gesagt hast, keine Redaktion. Ich bereite mich gar nicht vor. Wirklich, ich bin heute sogar eine Minute zu spät gekommen, weil ich mit Wilma noch spazieren war. Ich setze mich einfach hin, ich höre zu. Die Leute bisher, die alle da waren, das ist bei dir dann das Gleiche. Man kennt sich, man mag sich. Da muss ich mir vorher irgendwie nicht groß irgendwie was zusammenreimen. Und also Caroline Kebekus, Igor Levy, mein Schatz Mitri, Eckart von Hirschhausen, Ralf Rute, Guido Maria Kretschmer, Arne Friedrich, Esther Schweins, das sind alles irgendwie Bekannte oder zum Teil Freunde. Und dann sagst du, hast du nicht mal Lust? Und die sagen, ja, warum denn nicht? Klar, ist so unkompliziert. Und Annette Frier, das war herrlich zum Lachen. Mit Igor war es eher so ein bisschen depressiv. Das gehört aber auch dazu. Das sind all die Stimmungsschwankungen, die wir alle haben. Und ich finde es auch ganz wunderbar. Ja, also mir geht es ähnlich. Ich habe eigentlich angefangen, das so als komödiantisches Format unter dem Motto, ich wollte bewusst nicht mich hier hinsetzen und irgendwie mein Tourprogramm hier aufführen. Das ist auch doof ohne Publikum. Und ich wollte auch nicht, dass die Leute, die dann Karten haben, sagen, ja, da macht das umsonst und ich komme da hin und da zahlt der Eintritt. Und ich dachte, ich will irgendwas anderes machen. Und da habe ich eigentlich damit angefangen, so zu improvisieren zum Tagesgeschehen, was mir so einfiel. Und irgendwann habe ich meinen sehr lieben Kollegen, deinen ZDF-Kollegen Jo Schück gefragt, ob er mal Lust hätte, einfach mal Gast zu sein, weil er sagte mir, wir haben mal im Gespräch, er sagte, du, es ist alles so scheiße, ich wollte auf die Buchmesse, ich habe mein erstes Buch raus, und das Schlimmste ist, wenn du in diesem Frühjahr ein Buch rausbringst und du hast einfach nichts. Und dann habe ich gesagt, du, ich mache einen Livestream, willst du nicht einfach mal mein Gast sein, und wir reden einfach auch über dein Buch, und über, das war in dieser ersten Woche, und so fing das an. Und dann habe ich angefangen, das aufzubauen, mit Igor, weil hatte ich auch schon mal hier einen Abend, zweimal schon mit Serdar so
also Mundschuh, was wir ab und zu mal machen, was richtig schön ist. Und jeden Mittwoch spreche ich hier mit einem Mediziner und Philosophen, mit Professor Nagel, der eben so ein bisschen an der Grenze ist zwischen Ethik und Philosophie und Medizin. Fragt jemand, ich trinke jeden Abend, ich habe immer den gleichen Pulli an. Ich bin ja ganz, ganz, ganz großer Snoopy-Fan und den gibt es auch nur einmal, den Pulli. Ich muss den alle 3 Tage wasche ich den und hoffe, dass er abends trocken ist. Und ich trinke immer Tee dazu. Es ist ja immer das Gleiche. Und meistens sitze ich entweder vor dem Bild oder vor einer weißen Wand und bin verpeilt. Aber gut. Ja. Ja. Und das ist doch auch gut. Und so hat sich das entwickelt. Und tatsächlich, was die Vorbereitung angeht, geht es mir ähnlich. Ich habe am Anfang so noch gedacht, du musst doch jeden Abend alles wissen. Und irgendwann habe ich festgestellt, das ist gar nicht, darum geht es hier nicht. Also das kann ich in meiner Show machen, das kannst du im MoMA machen, da ist es wichtig. Da muss man vorbereitet sein, da sollte man wissen, worum geht es, was will man in der kurzen Zeit von dem, mit dem man spricht. Aber hier ist es eigentlich das Gegenteil. Je freier man so ist miteinander und je freier die Gesprächspartner sind, desto schöner ist es auch für die Leute und desto echter ist es auch. Und es ist ja halt nicht Fernsehen, es ist ein anderes Medium und das macht es aus. Und wir müssen hier ja nicht so tun, als wären wir hier im Fernsehen. Wir sind es eben nicht und darum geht es. Ja, ich finde es auch ganz schön. So unterschiedliche Gespräche und ich muss sagen, ich habe überhaupt nicht aufgepasst. Das hat sich einfach wirklich so verselbstständigt. Ich wollte mal aufhören und dann schreiben wir mal alle, nein, es gibt uns Strukturen. Ich habe wirklich ganz bewegende Briefe bekommen, wie dankbar die sind. Und was, also da bin ich manchmal, das habe ich auch schon gesagt, überfordert, dass dieses bisschen, was wir ja den Menschen, also ihnen, die jetzt zugucken, schenken, also diese halbe Stunde, dass das so wertvoll offensichtlich ist. Es berührt mich auch total. Es hat ja auch ein bisschen was mit Wertschätzung zu tun, ja. Aber wirklich, dass die Leute das auch wahrnehmen, dass man sich hier jeden Abend dann doch eine halbe Stunde auch hinsetzt. Und also ehrlicherweise, ich vergesse manchmal, dass hier jemand zuguckt und man erzählt schon auch ein bisschen was, also nicht zu privat, aber also ich gebe schon auch das ein oder andere auch von meinen sozusagen Abgründen in der Krise. Also ich hatte auch schon Tage, da ging es mir einfach wirklich auch nicht so gut. Und ich sage auch, ich kann im Moment keine Musik ertragen. Ich würde sofort anfangen zu weinen und dass ich mir Sorgen mache um ein paar Freunde. Und das entwickelt sich einfach so. Und ich hatte so unfassbar unterschiedliche Gespräche. Also wirklich mit Maren Kräumann über Feminismus und die Rolle der Frau und mit Annette Frier, wir haben uns irgendwie die ganze Zeit kaputt gelacht. Mit Igor habe ich schon erzählt, da ging es plötzlich um Flüchtlinge und dass wir jetzt irgendwie... Wir tun alles, um alle zu retten. Ach so, ja, und was machen wir dann wieder mit den Menschen, die im Mittelmeer absaufen? Da sind wir nicht. Also ganz, ganz, wirklich ganz unterschiedlich. Und mit Petkovic, Hammer-Tennisspielerin, Hammer-Frau. Das war, und es sind völlig andere Gespräche, weil ich glaube, dass beide Seiten, Esther hatte das auch, die dann erzählt hat, wer bei ihr in der Familie erkrankt ist, Schweins, man vergisst, dass hier irgendwie Leute zugucken und man, weil das eben doch Freunde sind, dass man sich so unterhält, wie würde man am Küchentisch sitzen. Und dass sie sich das hier alle angucken, finde ich wirklich ein bisschen absurd, aber okay. Ich auch. Aber total schön. Total schön. Ich habe ehrlich gesagt, ich habe so oft an dich gedacht in letzter Zeit, weil ich vor einem Jahr einen Auftritt hatte in deiner Heimatstadt Datteln. In der Stadthalle? Ja. Oh Mann, guck mal, das ist zum Beispiel auch, was mich schmerzt. Meine Schwester und ich hatten für Mai eine Lesung geplant in der Stadthalle und wollten das komplette Geld der Tafel, dem Frauenhaus und dem Tierheim schenken. Und jetzt kommt es nicht dazu. Aber wir holen es nach. Aber wie fandest du es in Datteln? Ja, der Stadt genau. Mit dem größten Kanalknotenpunkt der Welt. Ich komme ja immer, es war Winter und ich komme ja immer erst so abends, wenn es schon ein bisschen dunkel ist. Ich fand es eigentlich ganz süß und vor allem, ich erinnere mich doppelt an Datteln. Und zwar aus einem Grund, weil ich da war, weil es in der Stadt ja echt ein schöner Abend war und Publikum total nett und ganz, ganz angenehm. Ich war aber so komplett schockiert, dass es in Datteln keinen Bahnhof gibt. Busbahnhof, warte, wir haben einen Busbahnhof. Ich weiß. Und ich bin ja ein Zugfahrer, Leidenschaft. Ich fahre überall hin mit dem Zug. Und ich habe dann irgendwie so, ich gucke dann so an dem Tag, wenn ich irgendwo hinfahre, gucke ich so, wo fahre ich denn heute hin? Ah, Datteln. Dachte ich, ja, den Namen kenne ich ja. Ich wusste ja, dass du daher kommst. Ich dachte, na ja. Genau. Und da geht nichts. Und dann bin ich wirklich in diesen Bus gestiegen und so, und wo dann zwei Zuschauer saßen, die sagten,
du bist so Schröder, ne? Du kommst zur Stadthalle, ne? Und dann sage ich, ja, genau. Wo muss ich denn da aussteigen? Ja, Datteln. Und er sagt, ja, gibt es da eine bestimmte? Ja, Datteln steigst aus. Und ich sage, gibt es eine bestimmte Haltestelle? Nee, Datteln. Und dann also ich weiß, weißt du, das ist ein riesiger Kreisverkehr, da bin ich ausgestiegen. Und dann hat mich irgendein Veranstalter zu dieser Halle geführt. So. Und dann habe ich das Beispiel Datteln gebracht, als ich bei Lanz war, zusammen mit Hans-Werner Sinn. Und Hans-Werner Sinn und ich bekamen uns schön in die Haare, weil ich zu ihm gesagt habe, ich finde es ehrlich gesagt wichtiger, statt dass wir über den Individualverkehr permanent reden, dass wir mal drüber reden, warum es eigentlich in Datteln fucking keinen Bahnhof gibt. Da wohnen so und so viele Leute. Es gibt keinen Grund, dass es in Orten wie Datteln keinen Bahnhof gibt. Und können Sie einmal bitte darüber reden und nicht darüber, dass wir noch mehr und dass Autos geil sind und die Seidenstraße und so. Und das hat ihn total auf die Palme gebracht. Und deswegen habe ich immer wieder an Datteln und dich denken, weil mich das so nicht mehrere Wochen begleitet. Neben der Stadthalle, man muss einmal ums Eck gehen, gibt es den Kastanienbaum. Das ist so eine richtige Schrubbelkneipe. Da gab es früher Bier für eine Mark, jetzt wahrscheinlich immer noch für einen Euro. Boah, und da immer dienstags war das, auch zu Schulzeiten. Da haben wir uns schön irgendwie rausgeschlichen. Und da habe ich wilde Erinnerungen. Nee, ich habe eigentlich relativ wenig Erinnerungen, aber das bisschen, was in meinem Kopf davon übrig geblieben ist, ist sehr wild. Also wir haben auch so richtige verrockte, runtergerockte Schubbel. Abschleppkneipen, wirklich, ich liebe Datteln. Jetzt gibt es eine coole Weinbar. Ja, eine Weinbar in Datteln. Ja. Und wahrscheinlich die erste, aber die läuft super. Die erste? Wie heißen die? Sollen wir das mal sagen, dass die Leute da hinfahren mit dem Bus? Man sofort. Ich weiß gar nicht, wie sie heißt. Vielleicht Weinbar, ganz kreativ. Aber sag mal, nimmst du denn deine, also jetzt habe ich glücklicherweise jemanden gefunden, der alle Gespräche, warum auch immer, aufgenommen hat, die ich geführt habe. Weil ich fand die wirklich so unterschiedlich und so bewegend. Und kennst du das, wenn man so aufmerksam zuhört, dass man hinterher nicht mehr sich an alles erinnern kann und es gerne nochmal nachhören möchte? Nicht wegen sich selbst, sondern wegen des Gastes. Und jetzt habe ich jemanden, der alle aufgenommen hat. Ich finde das irre. Ja. Echt? Geil. Ja, du bist natürlich total organisiert. Ich habe meine Danke. Meine teile ich in der Story und stelle sie danach auch auf YouTube. Ja, in der Story habe ich sie auch, aber dann sind sie ja 24 Stunden später sind sie ja weg. Genau. Ja, du Klugscheißer. Und dann muss man sie da grabben. Aber ich weiß, es macht auch jemand für mich. Ich sag's dir offen, ich habe keine Ahnung, wie das geht. Ich weiß nur, dass es geht. Ja. Ich muss noch was ansprechen. Wenn wir weiter über Datteln und meine Heimat und vor allen Dingen über die Sprache, wo kommst du denn her eigentlich? Nee. Ich komme aus Lörrach. Ja, ja. Klar. Kennst du das? Nicht von der Autobahn wahrscheinlich, ne? Aber wieso kennt man das? Kommt das in irgendwie Verkehrsdurchsagen? Vielleicht war ich da auch schon mal, aber ich kenne Lörrach. Ja, das ist lustig. Alle sagen, also Lörrach ist an der Grenze zu Basel. Das ist lustig, dass ganz viele Leute sagen, wenn man sagt, ich kenne Lörrach, oder dass Leute sagen, ich kenne Lörrach. Und dann sage ich immer, woher denn? Und dann kommt fast immer so eine Antwort wie von dir. Und das Beste, was man hören kann, die Steigerung von dem, was du sagst, ist, ja, da haben wir früher, wenn wir nach Italien in Urlaub gefahren sind, immer mal Pause gemacht. Und da sind wir immer rausgefahren, bei Lörrach da. Weil das ist direkt vor der Schweizer Grenze und du wusstest immer, wenn du nach Italien fährst, danach wird es einfach doppelt so teuer, egal wo du hältst. Das ist so wie, glaube ich, halb Deutschland Räder wie ein Brück kennt, also einfach nur, weil es an der A2 liegt. Oder? Das ist so. Genau, genau. Oder so Orte, wo immer Stau ist. Ne? Also wo man immer wusste, das ist so, an der A5 gibt es eine Gebruchsaal. Das ist auch so ein Ort in Baden-Württemberg. Ne? Ja, da komme ich her. Und wahrscheinlich kennst du es vom Durchfahren nach Italien oder so. Ich weiß es nicht. Und dann bin ich danach nach Freiburg gegangen. Da war ich auch mal mit jemandem zusammen. Da habe ich dann gelernt, wenn man ins Bächlein tritt, also in diese Kleinen, dass man Freiburger auch heiraten muss. Alter, habe ich aufgepasst. Ja, ganz alte Geschichte. Aber du wolltest was wissen. Okay, ein Kompliment für die Person. Wie, du warst mit jemandem aus Freiburg zusammen und hast damals schon gewusst, dass du wegen dieser Person nicht ins Bächle treten darfst. Wäre ich sogar schwimmen gegangen. Aber du wolltest noch irgendwas wissen, ich habe dich schon wieder unterbrochen. Nee, kein Problem. Nee, ich muss dich das unbedingt fragen für meine Seelenhygiene. Und zwar, du erinnerst dich vielleicht, wir waren mal zusammen
bei Inas Nacht. Genau. Und man muss das ja vielleicht sagen, für die, die zugucken, Inas Nacht ist eine Sendung, bei der sehr lange aufgezeichnet wird. Und zwar meistens 4 Stunden. Das ist Wahnsinn, wirklich. Ewig. Irre. Und sie nimmt sich wirklich, was man in der Sendung natürlich nicht merkt, weil es irgendwie 30 Minuten oder 45 ist, sie nimmt sich wirklich für jeden Gast 1,5 Stunden Zeit und es ist total nett und total lustig und es ist mit sehr viel Alkohol verbunden. Und wir waren in dieser Sendung. Du warst der erste Gast und ich kam danach. Und ich weiß noch, dass mir persönlich dieser Auftritt bei der Aufzeichnung sehr viel Spaß gemacht hat, weil es war so spät und es war halt, wie es bei Inas Nacht so ist, es war so willenlos. Jetzt ist aber so, dass ich aus meinem privaten Umfeld, ich sag's mal vorsichtig, habe ich für diesen Auftritt sehr viel Ärger bekommen. Du hast so einen hellen, beigefarbenen Anzug an, ne, war das? Ja, das war schlimm. Das ist unstrittig. Das war, da habe ich auch gleich was ja. von Ärger. Aber gut, Geschmäcker sind unterschiedlich. Ja. Nein, schlimm, du hast völlig recht. Also, aber das war sozusagen auch im kritischen Umfeld unstrittig, dass dieser Anzug gar nicht geht. So, und ich war aber offenbar, und es war auch irgendwie ein stranger Abend, ich war offenbar doch sehr laut und sehr, und wollte irgendwie so, es war so, ich fühlte mich so im positiven Sinn enthemmt, aber ich dachte, mit Ina kann man das ja machen. Und ich habe danach sehr viel negatives Feedback von Menschen aus dem privaten Umfeld bekommen. Wollte ich mal fragen, bin ich da so negativ aufgefallen? Also ich kann mich gar nicht dran erinnern. Vielleicht hat dein Anzug alles überstrahlt, sozusagen an Negativismus. nee, finde ich nicht. Also das wär ja haften geblieben. Okay, gut. Also wenn es dir so ein Bedürfnis ist, würde ich es mir nochmal angucken, aber sonst hätte ich es dir vielleicht sogar auch hinterher unaufgefordert gesagt. Okay, aber gut. Ja, das wäre gut. Ja, aber ich finde zum Beispiel wirklich, ich mag ja Menschen nicht, die nicht ehrlich sind. Also es gibt so zwei Sachen. Ich finde, von Freunden kann man Loyalität erwarten. Wenn man Dinge zu klären hat, klärt man die sozusagen vis-à-vis und nicht irgendwie in einer großen Runde. Und Unehrlichkeit, weil also zum Beispiel auch, wenn ich Interviews führe oder irgendwie irgendwas tue und dann frage ich jemanden, wie fandest du das? War das gut? War das schlecht? Und ich erwarte deshalb auch Ehrlichkeit, weil man sich ja dann sonst gar nicht verbessern kann oder Dinge irgendwie nochmal von einer anderen Perspektive sehen kann, wenn man immer nur hört, nee, war schon ganz okay und so. Damit kann man ja dann gar nichts anfangen. Ja. Und dann weißt du auch irgendwann nicht mehr, was du für bare Münze nehmen sollst. Und ich finde, man verliert so ein bisschen seinen eigenen Kompass. Also jemand, der mal sagt, nee, das war nicht gut, das hilft mir viel mehr, wenn er dann das nächste Mal wieder seine Meinung sagt, weil dann vertraue ich ihm auch. Weil ich weiß, wenn der mich lobt, ist es ein echtes Lob, weil der mich vorher auch hart kritisiert hat. Es ist mir deutlich lieber, wirklich. Genau. Total. Und deswegen wollte ich dich das auch wirklich schon lange mal fragen, aber wir haben es seitdem nie mehr gesehen, weil manchmal, und das ist genau das, wie du sagst, und es verschieben sich ja manchmal so die Koordinaten. Du machst irgendwas und weißt gar nicht genau und denkst so selber, weil aus der Stimmung heraus war es aber alles gut und es war toll und du fandest es einfach total lustig. Und manchmal wird es dann anders und du denkst so, oh Gott, hätte ich das anders machen sollen? Und die meisten Leute sagen ja das nicht. Ja, aber es ist blöd. Man fragt ja, weil man es wissen will. Also gut, es gibt natürlich viele Menschen, okay, es wird natürlich unterschlagen, die fragen, weil sie immer nur hören wollen, wie toll sie sind und dass das alles super war. Aber nee, eben. Ja, nein, offensichtlich. Ja, weil ich habe, bin da. Hörst du mich? Ja. Ja, nee, mir ist es auch lieb. Ich will sowieso immer lieber wissen, woran ich bin. Damit kann ich auch besser umgehen. Also ich meine, weil jemand gerade konstruktive Kritik, genau darum geht es. Geht ja nicht darum, jemanden zu beleidigen oder vorzuführen oder irgendwie zu diskreditieren oder irgendwie zum Weinen zu bringen, sondern man will ja was lernen, man will sich ja verbessern oder man will ja, sonst will ich ja nicht fragen. Genau. Ja. Genau. Ja. Genau. Und deswegen musste ich dich das jetzt fragen, weil mich das so beschäftigt hat. Ja, aber also wenn das sehr unangenehm gewesen wäre, würde ich mich dran erinnern. Aber mir ist nur der Anzug in Erinnerung. Gut. Okay, aber der war auch schlimm.
Ich weiß nicht, was mich da geritten hat. Ich hatte, es war, ich weiß das, was ich weiß nicht, was das war. Den, ich habe den längst ausrangiert. Ich habe den nicht mehr, weil mir irgendwann war, ich habe mal irgendwie so eine Phase gehabt, da habe ich geglaubt, der ist irgendwie cool. Das war eine andere Farbe. Und eigentlich trage ich sowas gar nicht. Und ich weiß auch nicht, warum ich das gemacht habe. Aber so experimentiert man halt irgendwie immer. Gehst du denn eigentlich um mit Leuten? Ich habe heute einen Brief bekommen, eine E-Mail bekommen. Da habe ich wirklich wieder gedacht. Es ist einfach Zeitverschwendung, dann darauf zu antworten. Also ich hatte dem schon geantwortet. Der hatte mich schon relativ unflätlich wegen meines Interviews mit Armin Laschet kritisiert. Daraufhin habe ich ihm aber geantwortet und habe ihm dann gesagt, passen Sie auf. Erstmal, also ganz wichtig, nur um eins klarzumachen, der Journalist springt in der Regel auf die andere Seite. Sie dürfen nicht, wenn man Fragen stellt, anhand der Frage ableiten, dass das die eigene Meinung ist oder die eigene Einstellung. Und habe dann noch so ein paar Sachen grundsätzlich zum Journalismus erklärt und habe dann gesagt, übrigens, ich weiß nicht, ob du das Interview gesehen hast, und zwar eine Sache finde ich tatsächlich, Die habe ich nicht gut gemacht, im Nachhinein, da fällt mir auch bis heute, weiß ich nicht, warum ich es gemacht habe, wie das passieren konnte, aber Umfragewerte in diesen Zeiten sind wirklich überflüssig wie ein Tropf und ich hätte die Kritik, die es an Laschet gab, an seinem Führungsstil, ohne diese Umfragewerte machen können. So, da ärgere ich mich übrigens am allermeisten schwarz und habe gesagt, da haben Sie einen Punkt, da haben Sie recht. Das war wirklich richtig daneben und dafür habe ich mich übrigens auch entschuldigt und so. Und dann schrieb der mir heute, ich weiß nicht, ob ich das hier habe, und dann, also erstmal, ich frage dich mal, bis ich es finde, antwortest du eigentlich auch den Leuten, die dir so schreiben? Oder bist du zurückhaltend? Also, ich komme... Ich versuche auf eine Kritik, die sich wirklich mit einer Sache auseinandersetzt. Und beispielsweise jemand schreibt mir, ich habe von Ihnen dies und jenes gesehen, aber das stimmt so nicht. Oder ich habe hier was anderes, lesen Sie mal das. Da gibt es übrigens noch mehr dazu. Sie haben das halb richtig dargestellt oder da fehlt ein Teil, der mir wichtig ist. Da bin ich hoch dankbar. Also für alles, was irgendwie konstruktiv ist oder dass jemand sagt, ich habe eine andere Erfahrung gemacht. Oder Sie sagen übrigens, gerade bei Pointen hast du manchmal die Situation, du sagst was. Du machst eine Pointe und die hat manchmal noch eine zweite Ebene, die du aber nicht auf dem Radar hast, weil du sie nicht mitbedenkst. Das kommt selten vor, aber es kommt vor. Und dann kommen manchmal Leute, schreiben mir übrigens, das kann man aber auch so sehen und dann kriegst du eine ganz andere Bedeutung. Ich habe jetzt leider gerade kein Beispiel, aber das gibt es manchmal. Das ist die Situation, wo ich mich einfach nur bedanke, weil ich denke, ich kann lernen. Persönlich von der Pointe betroffen ist, was man manchmal gar nicht so mitdenkt, weil es vielleicht so ein Einzelschicksal ist. Ja. Genau. Oder weil du was reinbaust, was irgendwie gar nicht... was nicht angemessen ist oder was dem eine schiefe Bedeutung gibt, was ungerecht ist, was vielleicht auf Kosten von Leuten geht, die es nicht verdient haben, was auch immer oder so. Und dann gibt es die andere Seite, also alles, was irgendwie so ist, dass ich denke, ja, das ist ein Mensch, der meint es gut mit mir im Sinn von, der will mir was sagen, was ihm wichtig ist, der will mich nicht fertig machen. Bei allem, was irgendwie in die Richtung beleidigend geht oder irgendwie so, sowas denke ich, es ist nur destruktiv, da will einer nur alles besser wissen, da ist einer einfach eitel und will draufhauen. Da muss ich sagen, da bin das ich wünschte mir wirklich, ich sage das jetzt bestimmt schon seit ein, zwei Jahren. Ich kann ja, ich habe so zwei Probleme, womit du mich immer kriegst, mit Ungerechtigkeiten, also wenn man mir was unterstellt, was einfach nicht stimmt, so. Und wenn man mir, ja, also das ist so ein Loslassen. Also ich habe dem ja geantwortet und jetzt schreibt er wieder. Also ich mach mal so ein paar Sachen daraus. Und ich hatte ihm auch noch gesagt, also wie gesagt, dass man in Fragen eben nicht interpretieren soll, dass das die Meinung des Journalisten ist, dass man auf die andere Seite springt und dass unser Job ist auch übrigens nicht, ist irgendjemanden vorzuführen, aber auch in diesen Zeiten, Corona-Zeiten, müssen wir kritische Interviews führen und dürfen auch mal hartnäckig sein und dürfen auch mal bohren und eben das ein oder andere wirklich versuchen einzuordnen. Und dann ich schreibe immer Hallo an Sie. Weil ich schreibe wirklich Antworten am Tag, ich weiß nicht, wie vielen Leuten. Das heißt, ich habe nicht immer Lust, den Namen nochmal, sondern ich schreibe immer Hallo an Sie, vielen herzlichen Dank für die E-Mail und für diese Kritik. So, das ist immer mein Anfang, weil das finde ich auch wirklich. Und dann schreibt er Hallo an Sie zurück. Offensichtlich war Ihr flaches Studium an der Sporthochschule nicht ausreichend, Ihnen etwas Anstand beizubringen. Da habe ich schon gedacht, oh Gott, ey, so reden haben nicht mal meine Eltern mit mir geredet, als sie mir oftmals zu Recht die Ohren langgezogen haben. Natürlich ist es Ihr Privileg, sich im Ton vergreifen zu dürfen. Lese ich da etwa Überschätzung heraus? Dann, ich wäre voreingenommen. Natürlich, sicher ist aus Fragen eine Bewertung zu erkennen.
bla 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 bla. Sie sollten weiter in Sportsendungen moderieren, da können Sie nichts falsch machen. Hat der eine Ahnung? Also gerade im Sport kann man ganz viel falsch machen. Beim Erkennen komplexer Zusammenhänge, auch im Zusammenhang mit Empathie, sind Sie anscheinend überfordert. Und sowas, ich weiß natürlich, dass das einfach ein kleiner, dummer Wicht ist. Nee, dumm weiß ich nicht. Aber vielleicht mit so einem ausgestattet. Aber weißt du, mich trotzdem, es ärgert mich, dass mich das ärgert. Weil ich weiß natürlich, dass ich wirklich ein Mensch bin, der... Ja. Ich will nicht über mich selbst reden, aber ich bin bestimmt nicht unempathisch. So, und dann kommt irgendwie noch... Nee, im Gegenteil. Ich fürchte fast an dieser Stelle fast ja, irgendwie zu dann sagen, denken Sie mal drüber nach und seien Sie ehrlich zu sich selbst, ganz heimlich. Und also es ging immer nur in diesem... Und ich dachte immer, warum, was hat der denn jetzt? Aber ich muss einfach lernen, sowas zu ignorieren. Es hat mich nur interessiert, wie du mit solchen Dingen umgehst. Vielleicht ist das auch... Ja, ich bin da ehrlich... Ich bin da ehrlich gesagt, ich finde interessant, was du sagst, weil du ärgerst dich ja am meisten nicht über den, sondern du ärgerst dich darüber, dass dich das überhaupt so emotional so angreift oder dass dich das überhaupt so berührt. Ach so, guck mal, dann schreibt er noch. Du ärgerst dich über deinen eigenen Ärger. Da musste ich allerdings ein bisschen lachen. Ich erkenne, dass Sie den Schuss immer noch nicht gehört haben in Ihrer kleinen Welt. Und er wollte im Grunde nur, dass ich ihm zustimme. Das finde ich auch immer so lustig, wenn Leute Kritik äußern, dass du sie so unwidersprochen einfach annehmen sollst. Also ich finde, natürlich kann man Kritik annehmen, aber wenn irgendwas nicht stimmt, dann muss man schon auch das Recht haben zu sagen, das sehe ich anders. Und dann, aber eine andere Frau schrieb mir, ich habe sie immer geschätzt, jahrelang, jetzt nach dem Interview ist das vorbei. Und dann denke ich auch, wow, also mit einem Interview ist alles eingerissen. Was stimmt denn mit den Leuten nicht? Das sind die Leute, die dann zu mir sagen, ich habe sie immer gern gesehen, bis zu dem einen Witz. Aber jetzt sind sie auch einer von denen. Nicht genau, ja tatsächlich. Aber der Witz, nie wieder schalte ich ein. Und egal wo sie sind, sie können sicher sein. Ich schalte nicht mehr, ich schalte weg. Egal wo ich sie sehe, schalte ich weg. Und auf der Straße laufe ich auf die andere Straßenseite. Ja, dann mach. Also ich glaube zum einen, ich bin da glaube ich, ich habe versucht, mich da bewusst punktuell zu verpanzern. Das klingt jetzt sehr hart, aber... ich möchte eigentlich nicht verpanzert sein und ich glaube auch nicht, dass man sehr weit kommt, wenn man mit so einer, bei aller Verehrung für den Kollegen, aber ich glaube, man kommt nicht sehr weit, wenn man mit so einer Harald-Schmidt-Spätphasen-Verpanzerung durch die Welt läuft. Ja, weil du musst natürlich also alles in die Scheiße. Trotzdem, weißt du, für die gute Kritik. Ja, das meine ich. Genau, und du musst irgendwie ein Gespür behalten, ja, auch auf die andere Seite, für das, was passiert um mich rum, sonst kannst du den Job lassen, ne? sonst brauchst du nicht mehr moderieren, sonst brauche ich auf keine Bühne, keine Sendung mehr, können wir es alle lassen, wenn wir nur noch hart werden. Aber ich glaube, man muss versuchen, so eine, deswegen meine ich, bewusste Teilverpanzerung zuzulassen, nämlich, ich lese sowas und ich achte auf Keywords, und du hast immer die gleichen Keywords, und da waren schon mindestens 5 drin, ja. Wo ich schon genau weiß, es hat überhaupt keinen Sinn. Und da sage ich dann wirklich, don't feed the trolls. Ich muss diesen Menschen in meiner Welt keine Bühne geben. Und ich muss ihnen keine geben, indem ich sie sozusagen groß mache, indem ich mich auch noch um sie kümmere. Sie oder er hat ja immerhin geantwortet. So falsch kann ich ja nicht gelegen haben. Ne? Und das klingt mir so ein bisschen nach... Und das klingt mir so ein bisschen, das ist für mich die Kategorie frustrierter Oberstudienrat. Du hast schon gesagt, so einen kleinen, wahrscheinlich auch schon sehr lange nicht mehr zum Einsatz gekommen. Sorry, dass ich jetzt so mit so einem Klischee hier aufwarte. Aber es sind leider in der Mehrheit Männer, die so eine Scheiße schreiben, muss man einfach sagen. Ich kriege das zu 90% von Männern. Es sind kaum Frauen und es sind die immer gleichen Typen mit den immer gleichen Problemen offenbar. Und die versuchen das irgendwie an jemandem und sie wissen natürlich auch, womit sie dich kriegen, nämlich ja, machen Sie mal weiter Sport. Wenn ich irgendwie in der Sendung sitze, die nicht komödiantisch ist, was ich ja immer mal wieder mache, zu Hart aber fair oder Maischberger ist bei mir das Äquivalent zum Sport bei dir, ist bei mir, machen Sie weiter Quatsch. Und versuchen Sie nicht, und hören Sie auf, eine Meinung zu haben. Machen Sie weiter Quatsch. Gehen Sie zurück in die Comedy. Hallo? Was soll das? Und das ist immer der gleiche Versuch, dich irgendwie klein zu halten. Nee, ich antworte wirklich, dem jetzt nicht nochmal. Aber ich habe heute schon ein paar... Nein, mache ich auch nicht. Ich hatte erst angefangen, dann dachte ich, nee, also jetzt, wer bist du, dass du dem jetzt nochmal antwortest?
Aber es ist schon, also ich meine, das ist ja eben kein Troll, sondern da sitzt ja jemand, der irgendwie halbwegs auch gerade ausschreiben kann. Und die, aber die haben wahrscheinlich einfach genug Probleme mit ihrem eigenen kleinen Leben oder was auch immer. Ja. Oder es gibt halt auch Arschlöcher. Das oder ist, heißt, es gibt halt solche und solche. Es ist auch okay. Natürlich. Und diese Leute sind leider der Grund, warum alle Service-Hotlines so scheiße geworden sind. Warum da nur noch irgendwelche männlichen und weiblichen Sprechpuppen sitzen, die immer alle gleich freundlich behandeln, weil man denen gesagt hat, pass auf, da rufen dich so viele scheiß Arschlöcher an, die irgendwie nur mit dir an dir rummeckern, die nur anrufen, hallo, das Bügeleisen funktioniert nicht, ich will mein Geld zurück. Na, und nur wegen solcher Leute haben wir, ja, da können sie sich gerne an uns wenden. Und du denkst dann, wenn du nett zu denen bist, jetzt komm doch mal raus aus deinem Kostüm. Ich rufe die falschen Hotlines an. Ich möchte doch einfach. Nee, aber ich kenne das zum Beispiel von mir, wenn ich, also angenommen, ich verhalte mich im Straßenverkehr nicht okay, was natürlich nie vorkommt, und jemand pumpt mich dann an. Und dann realisiere ich, okay, ich habe wirklich, das war meiner, ne? Dann hebe ich die Hand und mache irgendwie sorry und tut mir leid und man wirft sich irgendwie in den Sand und keine Ahnung. Und wenn dann der andere nicht nachlässig wird, also sozusagen großzügig und sagt, ja komm, Schwamm drüber, ist jetzt schon okay, sondern noch weiter schimpft und sagt, ja, aber sie haben und lalalala, dann denke ich, Alter, ich habe mich doch jetzt entschuldigt, ich bin auf die Knie gefallen, ich habe nochmal Entschuldigung gesagt und dann braucht es nicht mehr so viel, dass es bei mir total umschlägt und dann werde ich auch stinkesauer und dann ist mir egal, ob ich als Erster den Fehler gemacht habe. Weil das, finde ich, ist schon auch ein bisschen sowas wie geben und nehmen, dass der andere dann auch wieder runterkommt und sich barmherzig zeigt. Wir sind ja kurz vor Ostern. Ja. Ja, es ist erschreckend. Wenn ich in ähnlichen Situationen bin, fällt mir immer wieder auf, wie viele Leute das fast schon reizt, wenn du dich entschuldigst oder freundlich bist. Also wenn du sagst, sorry, mein Fehler, ich gebe ja zu, ich bin ja leidenschaftlicher Fahrradfahrer, fahre ja fast nur Fahrrad in Berlin und ich fahre aber auch, gebe ich auch zu, ich fahre anarchistisch, sagen wir es so. Aber, also ich fahre schnell und kantig, um es so zu sagen, aber ich bin zum Beispiel ganz stramm konservativ so, wenn ich abbiege, dann halte ich einen Arm raus und so, da bin ich echt vorsichtig. Aber trotzdem passieren mir Sachen, wo ich sage, es ist eindeutig, ich war's. So, und wenn du dich dann entschuldigst, merkst du manchmal, dass die Leute ganz schwer damit klarkommen, dass du freundlich bist und dass du sagst, hey, sorry, mein Fehler, pass auf, lass es uns begraben, sorry. Bei manchen habe ich das Gefühl, gerade im Straßenverkehr, die warten geradezu drauf, dass du für die Eskalation sorgst, zu der sie selbst nicht bereit sind, weil sie nicht am Ende den Fehler gemacht haben wollen. Und ein bisschen ist es, glaube ich, auch so mit diesen Briefeschreibern. Ne? In der Regel. Da sind die anderen oftmals, also wenn sie anständige Menschen sind, schachmatt und sagen natürlich, ja komm, dann auch Schwamm drüber. Genau. Man ist zwar manchmal selber überrascht, dass Leute dann so freundlich sind, aber dann, bei mir ist das ganz schnell, kommt dann so der Harmoniemensch über durch und denkt, ach guck, der ist freundlich, bin ich auch, alles gut, der hat sich entschuldigt. Ich musste das tatsächlich lernen, mich zu entschuldigen. Wir haben zu Hause irgendwie, das ist, meine Eltern haben wirklich viel richtig gemacht, meine Schwester sowieso, aber so danke, bitte, Entschuldigung, also deswegen, also Freunde mittlerweile kennen meine E-Mails auch, ich bin immer noch ohne Hallo, ohne Tschüss, also weißt du, ich komme halt sehr, also Hallo und Tschüss vielleicht gerade noch, aber ich komme halt sehr schnell zur Sache, da ist kein großes Drumrum und kein Geschweife und manchmal auch im Miteinander, kannst du mal hier, das, da, irgendwie. Und dann kommt auch kein, kannst du mal bitte, danke. Wenn man mich kennt, weiß man, dass das sozusagen mitgedacht ist. Aber ich habe mir das jetzt wirklich antrainiert, weil du kannst natürlich nicht von jedem erwarten, dass er weiß, wie du tickst und dass du es eigentlich immer mitdenkst, aber eben nicht sagst. Das ist, und es macht einen riesen Unterschied. Ich habe ja immer meine Supermarktkassierernummer, die ich seit Jahren erzähle, die sich jetzt hoffentlich in Luft auflöst, weil plötzlich alle sehr nett zu ihrer Supermarktkassiererin sind. Da auch. Die angucken, Danke sagen, schönen Tag wünschen, nee, da stehen alle mit ihrem Smartphone oder sind voll genervt und so. Und es macht was mit wie wir miteinander umgehen. Es macht, glaube ich, sehr viel für die eigene Seelenhygiene. Es bewirkt, glaube ich, echt jede Menge. Ja.
Also ich musste das auch im zweiten Bildungsweg lernen, weil ich habe, ich komme auch aus so einer Welt, wo ich tendenziell gelernt habe, eher so mit so einer Härte durch die Welt zu gehen und im Zweifel, also eher so groß, auch groß geworden bin, in so einer, auch in, natürlich auch in der Welt, in der wir beide ja zu Hause sind, mit so einem, nur mit Kampf kommst du weiter. Und ich habe ganz lange gebraucht, das abzulegen und nicht per se im anderen den Feind zu sehen oder den, bei dem man skeptisch vorsichtig sein muss. Und das habe ich viele Jahre gehabt. Das hat mich viel, glaube ich, also würde ich im Nachhinein sagen, entsetzlich viel Energie gekostet, auch sinnlose Energie. Aber ich habe lange gebraucht, das Schritt für Schritt abzubauen und den anderen zunächst mal nichts zu unterstellen, sondern als jemanden zu sehen, der vielleicht die gleichen Sorgen, Probleme hat mit sich, wie ich mit mir oder mit anderen. Und ich habe total lange gebraucht, da hinzukommen, weil das so in mir drin war. Du musst immer kämpfen. Und man spürt oder die Menschen spüren, dass da jemand ist, der im Kampfmodus ist. Sie können es vielleicht nicht so sagen. Und dadurch strahlte ich das ganz lange aus und habe bin immer noch dabei, aber bin, glaube ich, schon relativ weit, das nicht mehr zu haben. Weil du hast dadurch auch, das steckt, wenn du das so lange gemacht hast, steckt das so tief in dir drin, dass das eine Sache ist, die du ausstrahlst und die Leute auch vielleicht nicht verbalisieren können, aber von dir antizipieren. Aber das ist eh wahrnehmen. ein interessanter Charakterzug, dass wenn du für jemanden was tust, dass dann, man merkt es manchmal, dass der andere denkt, so, und jetzt gibt es da so eine Erwartungshaltung. Also ich mache oft Dinge für irgendwie Freunde und erwarte erstmal gar nichts. Ich hasse es zum Beispiel auch, also wenn wir jetzt was trinken gehen würden oder essen gehen würden und dann sage ich, ey, ich zahle, ich lade dich ein. Und wenn du dann sagst, das machen aber alle aus Reflex, beim nächsten Mal bin ich dran, das macht mir schlechte Laune. Ich weiß, dass das nett gemeint ist, aber ich mache das ja nicht, damit du das nächste Mal zahlst, sondern, also gut, wenn ich 10-mal zahle, dann ist es im Ungleichgewicht, aber ich mache es, weil ich es möchte und nicht, weil ich von dir erwarte, dass du mich das nächste Mal einlädst, weißt du? Und das sind so kleine Dinge, wo ich manchmal immer noch so drüber stolper oder schmunzel und sage jetzt, naja. Ja, guck mal, bei mir ist genau der ist in dem Fall umgekehrt, dass ich wäre einer von denen, der sagt, fast immer alle, wenn du sagst, ich zahle, ja, ich zahle beim nächsten Mal, sagen 99. Das ist interessant. Ja, wahrscheinlich. Ne? Ich würde ich auch machen, weil ich denken würde, sonst wird das irgendwie so, als würde ich dich für selbstverständlich nehmen. Nee, aber wenn du ehrlich Danke sagst, ein ehrliches Danke und nicht so ein Ja, Dankeschön, sondern dann ist es sozusagen ausgeglichen. Weil es ergibt ja gar keinen Sinn, wenn ich dich einlade, beim nächsten Mal du, dann wieder ich, dann wieder du. Dann können wir gleich selber bezahlen. Ja, stimmt. Ich glaube, ich würde, wenn ich jetzt genau überlege, wenn wir jetzt einen schönen Abend hätten, so wie jetzt, dann würde ich auch sagen, ich zahle beim nächsten Mal. Womit aber sich auch verbindet, ich würde gerne wieder einen Abend mit dir verbringen. Würde ich das nicht wollen, und hätte ich den Abend so, naja, gefunden, hätte ich wahrscheinlich gesagt, das ist aber lieb von dir, vielen, vielen Dank. Aber bei mir wäre das jetzt auch so eine Geste. Stell dir mal vor, das nächste Mal, wenn du mit irgendwem essen gehst und sagst dann nicht, und beim nächsten Mal zahle ich, dann denkt der andere wahrscheinlich wirklich, guck dir mal den Schröder an, was für ein arrogantes Arschloch, der sagt nicht, beim nächsten Mal zahle ich. dann kannst du sagen, die Hayali ist schuld. Ich habe das mit der Hayali gesehen. Aber du kannst es anders machen, dann sagst du, weil der Hayali hat einem nicht gesagt. Weißt du was, beim nächsten Mal gehen wir mal zu meinem Lieblingsitaliener, da würde ich dich gerne mal hinführen. So. Dann ist es. Ja. Aber es ist eigentlich, du hast völlig recht, beim nächsten Mal zahle ich eigentlich ein totaler Scheißsatz. So, apropos, es ist 8:55, ich muss langsam was essen. Wollt ihr zum Schluss einmal Wilma sehen eigentlich? Ja, komm, das machen wir. Nee. Hast du auch noch nichts gegessen? Ich auch nicht. Ein bisschen aufpassen. Nicht. Du, wenn jetzt die Restaurants offen hätten, würde ich sagen, wir gehen was essen und. Ich sag dir schon jetzt die Zahl danach. Wilmi, du kannst dich nicht bewegen. Ich will ja nicht, dass. Wilma, das geht nicht. Guck mal, das lange Elend. Friseur, auch Hundefriseure haben natürlich zu, klar. Du musst hier einmal gucken. So ist. Oh, so ist. Ja, du bist ein ganz müder Krieger. Ja, mit dem Dino. Ja, sie hatte ja auch Hunger diese Woche. Ja, daran muss sie sich noch gewöhnen, dass ich plötzlich um 5 Uhr irgendwie weg bin.
Das findet sie irgendwie nicht so richtig cool. Nein. Ist das noch der, ist sie der, ist nein, nicht der Hund, still. Mit dem du nein. bei mir in der Show warst? So, okay. Guck mal, wenn das nicht zum Abschied. Nee, das ist Wilma. Wilma ist jetzt 13 Monate. Und ein riesen Lulatsch, okay. Ne, Wilmi? Du. Guck mal, der. 13 Monate. Wie alt war sie, als sie zu dir kam? Wow. So. Boah, das ist ja. Ist das ein Retriever? Ja, ne? Wie Emma, nur einfach, ich glaube, 10 cm größer und 20 cm länger. Ist echt riesig. Emma war zu klein und Wilma ist ein riesen Vieh. Für wenig, ich habe wenig Ahnung von uns, aber sie ist echt riesig. Ja, auch für 13 Monate ist das groß. Ist, ne? Genauso groß ist das Herz. Totales Kuschelmonster. Ach, schön. So. Ach, wie schön. Aber das hat mich, wenn ich das noch kurz sagen darf, als du damals bei mir in der Show warst, mit Hund, da kam der Hund auf die Bühne. Und das war für mich, man lernt das ja von Anfang an. Also ich lerne das in meiner Branche, weiß man, ich habe auch in der also alles Bühnen und Fernsehen. Gesetz, Kinder und Tiere auf der Bühne sind das Ende. Und ich hatte noch nie Tiere irgendwo jemals auf der Bühne. Und dein Hund war das erste Tier auf der Bühne von mir. Und ich war einfach am Ende. Ich konnte sagen, was ich wollte, es war alles egal. Dann habe ich zum ersten Mal gelernt, dass diese Regel einfach so krass stimmt. Sollte ich jemals nochmal zu dir, zu deiner Show kommen, dann bringe ich Wilma mit. Aller guten Dinge sind ja mindestens zwei oder drei. Ja, sehr gerne. Jetzt verabschiedet sich der Ton irgendwie. Kann das uns? Ja.